Hallo Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge mit Lerne Deutsch. Ich heiße Steffi und diese Folge wird komplett auf Deutsch sein. Komplett auf Deutsch sein. Ihr lernt heute, wie man diese Marken richtig auf Deutsch ausspricht und wie Deutsche andere Marken falsch aussprechen. Also, los geht's! Wie Ausländer deutsche Marken falsch aussprechen. Fangen wir an mit deutschen Automarken. Diese Marke wird nicht Volkswagen ausgesprochen. Wir sagen dazu Volkswagen. Volkswagen. Das bedeutet das Auto des Volkes, also das Auto der Leute. Volkswagen. Und das hier, das ist nicht BMW, auf Deutsch sagt man BMW, wie die deutschen Buchstaben, BMW. Und die Buchstaben stehen für Bayerische Motorenwerke AG. Andere Automarken sind Mercedes, Porsche, Audi, Opel und wie auf Englisch auch Smart. Der Alkohol. Und jetzt alle Partymäuse aufgepasst, es geht um Alkohol. Der Alkohol. Ein sehr bekannter Shot, der gerne mal in Diskotheken, in Clubs oder an irgendwelchen Kneipen zu sich genommen wird, ist der Jägermeister. Der Jägermeister. Und ein ganz bekannter Drink übrigens ist die Jägerbombe. Das ist ein Drink aus der Mischung von Jägermeister und Red Bull. Ich werde euch den mal in der Beschreibung hinzufügen. Zu Recherchezwecken natürlich. Deutsche Kleidung. Ihr alle kennt diese Marke. Aber oft wird sie fälschlicherweise Adidas ausgesprochen. Aber die Betonung liegt woanders. Und zwar auf Deutsch Adidas. Adidas. Die Marke ist übrigens nach ihrem Gründer Adolf Dassler benannt. Als ich noch etwas jünger war, habe ich übrigens oft den Satz "Alle deutschen Idioten denken an Sex" gehört. Es wurde gerne gesagt, dass dieser Satz scherzhaft für Adidas steht. Aber das stimmt natürlich nicht. Also erzählt das Gerücht auf keinen Fall weiter. Das habt ihr nicht von mir. Und das hier, das ist Hugo Boss. Ebenfalls nach dem Gründer Hugo Boss benannt. Andere Marken. Und falls ihr elektrische Kleingeräte bei euch zu Hause habt, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass eines davon von Braun ist. Ich zum Beispiel habe eine Zahnbürste von Braun. Und falls ihr Grundkenntnisse in Deutsch habt, dann wisst ihr, dass Braun eine Farbe ist. Braun. Aber diese Marke ist nicht nach der Farbe benannt. Wer hätte es gedacht, sie ist ebenfalls nach ihrem Gründer Max Braun benannt. Ja, der gute Herr heißt wie eine Farbe. Und jetzt kommen wir zu dem Teil, wie die Deutschen andere Marken falsch aussprechen. Teil 2. Wie deutsche ausländische Marken falsch aussprechen. Diese nach einer Siegesgöttin benannte Marke wird in Deutschland nicht Nike ausgesprochen. Wir sagen Nike. Nike. Und wenn du dir etwas online bestellst, dann tust du das wahrscheinlich bei Amazon. Ja, genau. Viele Deutsche sagen immer noch Amazon. Zum Glück ist es viel weniger geworden und die meisten haben verstanden, dass man es eigentlich Amazon ausspricht. Aber ich höre es immer noch ab und zu. Vor allem von älteren Leuten. Und diese weltbekannte Marke wird auf Deutsch Goggle ausgesprochen. Ja, richtig, Goggle. Nein, Quatsch, Google kennt doch wirklich jeder. Und auch die Deutschen. Die sagen natürlich auch Google. Also wirklich, Leute. Und wenn du, wie ich, ein Social Media Fan bist, dann kennst du mit Sicherheit auch Instagram. Ja, Instagram. Und das war's auch schon für heute. Danke, dass ihr wieder zugeschaut habt.
Vergesst nicht, auf die Glocke zu drücken, damit ihr nächstes Mal informiert wird, wenn ich ein neues Video hochlade. Thank you guys so much for watching. I hope you liked today's video. Don't forget to hit the bell to get notified for the next video and let me know what you think about it if I just talk in German. Thank you. Goodbye. Tschüss.